schöne und gute Pornografie und böse Pornografie. Ich möchte auf was hinweisen. Ein Weisheitsspruch ist, sagt, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn es wird dein Schicksal. Und wenn wir jetzt vor allem Kinder, Jugendlichen sehr früh diese Bilder zur Verfügung stellen, dann nimmt das auch, und jetzt ist die Brücke zur Sucht, viel Raum und Platz in den Gedanken ein, ja. Es wird verharmlost, es wird darüber gesprochen. Aber es ist die Vorlage und Matrix für sexuelle Handlungen. Und wie soll denn mit so einer Basis eine gesunde, wie Kollege Musalek ganz berechtigt angesprochen hat, der Liebe entspringende Sexualität entstehen?